Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Wurzelheimat, der Talk ins Unbekannte. Mit meiner Kollegin Susan Freudsheim werden wir heute das Unbekannte oder Unglaubliches erleben, hoffe ich zumindest, in dieser Sendung. Und dazu haben wir wieder fantastische Gäste eingeladen. Hubert Mörle, Gesa Dröge, Andreas Winter und Christina Nemeth, die uns auch hier musikalisches Unglaubliches präsentieren wird. Herzlich willkommen. Ein großes herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und ich freue mich jetzt schon sehr auf eure Geschichte. Hubert, unglaubliches Erleben. Ich kann mich noch an deinen Anruf erinnern vor ein paar Jahren, wo du mir zuerst einmal eine E-Mail geschrieben hast und sagst, ich bin Demeter Landwirt in der Nähe vom Bodensee und habe jetzt eigentlich einen ganz anderen Weg mit noch dazu eingeschlagen, denn mir ist Jesus begegnet. Dann habe ich gesagt, okay, ist spannend, ich habe ihn persönlich noch nicht getroffen, habe ich gesagt, da müssen wir drüber sprechen, oder? Ja, hat mich auch gefreut, dass das bei dir gleich auf den fruchtbaren Boden gefallen ist. Wie ist denn diese Geschichte? Was ist denn passiert, dass du dieses Erlebnis hattest oder wie ist die Geschichte dahin? Man kann sagen, ich bin ein Typ, der es wissen will. Das ist mal so eine Grundcharaktere von mir. Und da kommt man nicht einfach so hin, sondern aufgrund von einer Betroffenheit. Mhm. Und es ist ja immer so, dass man sein Leben ändert aufgrund von Betroffenheit. Manche, die ändern es nicht und gehen den Weg weiter, bis sie dann halt vielleicht frühzeitig in der Kiste liegen. Ja. Aber das ist nicht so mein Ding. Zumal ich schon, das hat mir meine Mutter erzählt, das kann ich ja selber gar nicht wissen, bereits im Alter von 2 Jahren so eine starke Lungenentzündung gehabt habe, dass meine Mutter nicht gewusst hat, ob sie mich durchbringt. Und ich damals schon über die Jahre dann gegangen wäre. Ja. Ich hoffe, dass ich Dialekt schwätzen darf, oder? Wunderbar. Ja, und so habe ich auch dann von klein auf auch Herzprobleme gehabt. Das heißt, das Herz war physisch voll in Ordnung. Ich habe auch ein Sportlerherz, ich bin ja ein Bauer, da brauchst du Ding. Aber immer wieder diese Stecherei und Klemmerei auf dem Herz. Ja. Und ich konnte nie so richtig voll durchatmen, sondern immer so kurz vor dem oberen Todpunkt sozusagen musste ich innehalten. Und dann habe ich halt das habe ich immer wieder beobachtet und dann im Alter von 33 Jahren, da habe ich gemerkt, da kommt jetzt irgendwie der Infarkt auf dich zu. Und man weiß ja halt, wenn man Menschen um sich herum hat mit bestimmten Mustern gehäuft, dann hat es mit einem selber zu tun. Mhm. Und damals habe ich wirklich gehäuft erlebt, wie Menschen zu mir gekommen sind mit Herzklappoperation, Bypässe und was halt so alles zu solchen Programmen gehört. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt wird es eng. Und dann habe ich einen Entschluss gefasst und habe meiner damaligen Frau gesagt, du kannst den Hof haben, du kannst Kinder haben, ich hocke jetzt aufs Motorrad und fahre los. Entweder ich finde es raus, um was es geht, oder das war's. Aber ins Krankenhaus gang ich nicht. Nicht, weil die Ärzte zu blöd sind, sondern ich habe für mich erkannt, das ist einfach die falsche Werkstatt. Ja? So, und so bin ich dann losgefahren und nach einer Woche bin ich wieder heimgekommen und dann ging der Weg im Prinzip los. Ich kürze es ein bisschen ab, dann lief mir unter anderem Rudolf Steiner über den Weg, dann Jakob Lorber. Und irgendwann hatte ich dann, das war Anfang 1997, ein ganz interessantes Erlebnis. Und zwar an einem Tag, also da habe ich mich erst später daran erinnert, kamen mir Menschen über den Weg mit Namen Christiane, Christine, Christina, Christian. An einem Tag, und ja, das war so 14 Tage später, ist mir das wieder ins Bewusstsein gekommen. Und dann ist mein Herz frei geworden. Habe ich es wieder links liegen lassen. Wieder eine gewisse Zeit später kam das wieder und wieder mein Herz frei geworden. Und das ging so 3-4 Mal. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, ist da eine Botschaft dahinter? Hat das eventuell mit Christus zu tun? Und dann ging da ein Schauer nach dem anderen durch mich durch. Und ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben so richtig durchatmen, ja, so ganz frei. Ich habe mich gefreut wie ein kleiner Bub, ja, war angekommen. Ja. Und dann war zu der Zeit zufällig auch noch ein Fest vom Narrenverein.
Und ich bin ja doppelte Jungfrau, ja, also ein geschwätziges Wesen, ja. und dann bin ich halt auch nach und zwei, drei Gläser Rotwein getrunken, dann habe ich angefangen zu schwätzen und habe erzählt an meinem Gegenüber. Am anderen Tag hat es geheißen, der Mörli will eine Sekte gründen. Und der muss erst mal lernen, meinen Mund zu halten, ja. Und so bin ich quasi da drauf gekommen, nur über Spüren zunächst mal. Aber dann, so richtig über den Weg gelaufen, ist mir der Jesus am zweiten Weihnachtsfeiertag 99. Da sind wir unter dem Christbaum gesessen, abends. Und dann sehe ich draußen so überlebensgroße Gestalt, eine helle Gestalt. Und da war ein hellsichtiger Heilpraktiker noch dabei, der hat seine Hellsichtigkeit schon von klein auf. Dann habe ich mich zuerst nicht getraut, dann habe ich gesagt, du sag mal, kann das sein, dass es der Christus ist da draußen? Ja. Wenig später sehe ich so einen blauen Mantel an seiner Seite und das habe ich als die Maria identifiziert, habe ich dann wieder gefragt, ja, stimmt. Und das war so der Eindruck, suchen. Also die zwei suchen wie damals Herberge, suchen die jetzt Menschen, die endlich das mal ergreifen, was vor 2000 Jahren passiert ist, dass es ja ins Leben kommt. Das war dann mein Nächstes. Aber dann, am 21. Dezember 2000, ich war draußen im Hof, habe geschafft, am helllichten Tag, also ich brauche solche Dinge nicht in einem Yoga-Sitz oder so, das ist jetzt so mein Turn, ja. Ich bin Bauer, wenn ich meditiere, dann bin ich am Melker morgen früh, ja, oder, Auf jeden Fall, am helllichten Tag im Hof draußen sehe ich die gleiche Gestalt aus Südwesten kommend, auf mich zukommend und in seine Hände so rötlich-milchig schimmernde, pulsierende Masse. Und je näher der kam, kam mir das Wort Gral. Also der wollte mir das übergeben, sozusagen mein eigenes Herz austauschen gegen das Reine. Und ich sagte, nein, nein, gang du irgendwo anders nach. Da gibt's reinere Leute wie mich. Ich mit meiner Laster, also ich schwätze mit dem denn so ganz normal und sage, also der Sieg hat einfach nicht von mir abgelassen, gell? Also der Typ war, der, ja, der stand hat vor dir und sagt, ja, nee, den ganzen Tag ist der bei mir geblieben. Und dann so gegen Arbeit. Und dann, ich habe gewusst, jetzt geht der einsame Weg, den ich eh schon länger habe, geht dann gerade wieder weiter. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Ich will endlich mal Gemeinschaft und ein Miteinander. Und jetzt, das letzte habe ich gesagt, also gut, dann nehme ich es halt an, wenn du meinst. Und ja, das waren so die ersten Erlebnisse. Ja. Und dann geht es natürlich weiter. Was ist da, willst du eine Zwischenfrage stellen oder soll ich weitermachen? Vielleicht hat die Susan da noch eine Frage. Ja, ich meine, das ist ja jetzt erstmal eine Geschichte, wenn du die nach draußen bringst. Wir haben ja viele Menschen hier sitzen, die auch anders sind, Klammer auf, Klammer zu. Mhm. Und wenn man dann erzählt, ich hatte Jesus da, dann ist das schon mal erstmal eine Nummer. Also ich kann mir vorstellen, dass weder deine Frau oder vielleicht auch dein Umfeld wirklich gedacht haben, wie jetzt? Wie ist es so angenommen worden von deinem Umfeld? Ja gut, wie gesagt, ich habe den mein Mund gehalten und zwar immer wieder mal Anläufe genommen bei bestimmten Leuten. Dann bin ich auf die sogenannten bewussten Menschen zugegangen und dann habe ich da auch eine Klatsche nach der anderen gekriegt. Ja, ähnlich wie jetzt bei Corona, wo man auch bei manchen Leuten denkt, die sind doch bewusst, wieso laufen die in diese Geschichte da rein. Also so ähnlich war das da auch. Und so blieb mein Weg lange Zeit alleine. Ja. Aber ich bin dann an Biografien herangekommen, denen es ähnlich erging, als sie diesen Christus erlebt haben, dann haben sie ihr Fett abbekommen. Mhm. Ja? Warum? Heute weiß ich warum. Weil in dem Moment, wo man dieser Wahrheit in sich begegnet, dann kommt der Christus als der Herr des Karma, also Rudolf Steiner hat das gesagt, der kommt als Herr des Karma zum Ende des 20. Jahrhunderts auf den Plan und genau das habe ich erlebt. Aber ich habe es zuerst erlebt und dann habe ich es bei Steiner gelesen. Ja, und jetzt öffnet er dir dein Lebensbuch, die lichte Seite, die Schattenseite. Und die Schattenseite, das ist ähnlich, wie wenn man in ein Wespennest reinstupft und dann fliegen die alle unkontrolliert hoch. Und das ist übrigens auch so ein Fable von mir, als ich als kleiner Bub mit meinem Vater Weidezaun gemacht habe, da habe ich auch mal so ein Loch im Boden gesehen, da habe ich gedacht, das ist ja ganz praktisch, da kannst du ja den Pfahl reinstellen. Ja. Und genau da war ein Wespennest im Boden, ja, Bodenwespe. Und das ist irgendwie so mein Fabel, überall reinstupfen. Und
Aber eben bei mir sind dann sozusagen diese Websel dann unkontrolliert umeinander fludert, aber ich habe einen Vorteil gehabt, dass ich Landwirt bin. Das hat mich am Boden gehalten, jeden Tag die Verpflichtung zu haben, in den Stall zu gehen, egal wie es dir geht. Ja. Und immer wieder, ja, und so. Aber im Laufe der Zeit habe ich dann auch Menschen getroffen, mit denen ich mich darüber austauschen konnte. Hubert, du hast ja dann einen Begriff ins Leben gerufen, der nennt sich Humisal. Auf den kommen wir noch drauf, weil du hast dann erkannt, was da eigentlich diese Aufgabe von dir ist, in nächster Zeit nicht nur diese Landwirtschaft zu machen, sondern ne, das anzunehmen, was jetzt zu machen ist. Aber da kommen wir noch mal drauf zu sprechen. Ich würde gerne Gesa jetzt einbinden, weil die auch immer Unglaubliches erlebt. Und zwar, wenn sie am Sterbebett von Menschen ihre Hospizarbeit ehrenamtlich macht, oder? Ja, das mache ich nun seit 2005 und es wird nicht langweilig. So wie jede Geburt auch nicht langweilig ist, jede ist anders. Wenn eine Frau 4 Kinder hat, dann könnte man als Außenstehender meinen, du weißt, die weiß ja nun, wie es geht und dann kommt das 5. und ist wieder anders. So ist es beim Tod auch und so ist es vermutlich bei den Inkarnationen auch. Und bei der Begleitung von Sterbenden, da steht mein Fokus auf den sogenannten Sterbebettvisionen. Das Wort ist eigentlich selbsterklärend. Die Sterbenden haben kurz bevor sie sterben Visionen in Form von Bildern, in Form von Klängen auch. Manche hören Choräle und die musikalisch sowieso angehaucht sind, hören Musik. Manche hören Stimmen, manche träumen auch nachts oder tagsüber manchmal wachen dann auf und sagen, ich weiß nicht, ob das real war oder das habe ich nicht nur geträumt, das war real. Und auch wenn jemand sagt, da in der Ecke sitzt meine verstorbene Großmutter. Also ich sage das mal extra fies, so ein klassischer Schulmediziner, der davon noch nichts gehört hat, würde das als halluzinative Begebenheit abtun, aber das ist es garantiert nicht und ich habe halt die Gabe, diese Dinge auch zu sehen. Ich weiß immer gleich im Raum, wir sind nicht alleine, wobei das Wort alleine auch wieder zielspältig ist, all eins kann man auch wieder sein, dann ist man plötzlich nicht mehr alleine, sondern all eins. Das ist eine sehr interessante Geschichte, diese Sterbebettvision. Da gibt es ja mittlerweile Untersuchungen dazu. Ja, die erste, die angestellt wurde, die erste wirklich bis heute, die größte überhaupt, das hat der lettische Psychologe Kalis Osis mit dem isländischen genauso Psychologen Erlende Haraldsson, haben eine Studie gemacht, einmal in Indien und in den USA und über viele Jahre und in den 1970er Jahren, gibt es noch ein Buch dazu, Der Tod, ein neuer Anfang heißt, das ist in 14 Sprachen übersetzt, ein Bestseller geworden. Und da wird also wirklich, ja, ich sag fast schon bewiesen. Da wird wirklich bewiesen, dass es das gibt, aber es ist immer noch nicht durch, immer noch nicht. Die Nahtoderlebnisse sind inzwischen akzeptiert und auch eingegangen in die Unis, in die Lehrstühle von den Studenten. Aber das ist immer noch nicht. Da stehen wir heute bei der Sterbebettvision, stehen wir heute da wie vor 10 Jahren bei den Nahtoderfahrenen. Das heißt, bei dieser Begleitung ist dir irgendwann aufgefallen, dass es diese Sterbebettvisionen gibt und gleichzeitig aber auch zum Beispiel jetzt der Arzt oder sowas ganz deutlich zu verstehen gibt, das ist eine Halluzination. Ja, also am besten ist am besten sind hier mal Beispiele, wenn man die erzählt. Es gab mal einen, den habe ich 2008 begleitet und er sagte, er sieht Geister. Und der Arzt sagte, nee, also kann nicht sein, sind die Nebenwirkungen von irgendwelchen medikamentösen Einflüssen. Und dann habe ich überlegt, was kann man da machen? Und im Einverständnis mit dem Arzt wurden dann die Medikamente für 24 Stunden abgesetzt. Und ich habe den Arzt gefragt, ist dann sicher, dass die aus dem Körper raus sind und dass die Wirkung dieser Halluzination verschwunden ist? Er sagt, ja, wie das ist in Deutschland, muss alles unterschreiben und ich auch und so fürchterlich. Jedenfalls wurde das gemacht und nach 24 Stunden sagt dieser Mensch zu mir, der diese Halluzination hatte, jetzt sehe ich noch viel mehr. Ja? So. Und da habe ich gedacht, alles klar, das voll läuft, weil der Körper ist frei von diesen Medis und die Kanäle sind frei. Und er hatte plötzlich auch keine Beschwerden mehr, sage ich mal, die er mit den Medikamenten hatte. Ich will die Pharma nicht verteufeln, aber es gibt auch Nebenwirkungen, die Beschwerden verursachen. Ich habe dann auch Heilungssitzungen mit ihnen gemacht, Angstmeditation und so weiter. Er brauchte kein Morphin, er brauchte gar nichts. Er hatte seine Geister, ja. Und ich habe die auch wahrgenommen die ganze Zeit. Und er sprach immer, die sind hinter dem Schleier. Also mit Absicht nicht Mauer, sondern Schleier. Wobei das auch wieder
fragt man sich, ob der da ist. Eigentlich ja nicht. Eigentlich sind die ja unter uns. Er hat so beschrieben und er hat die gemalt. Er hat die gemalt in bunten Bildern, DIN A3, also ganz hervorragende Bilder. Die sind auch in meinem Gedichtband als kleine Bilder mit drin. Und ja, das war ein Sterbebettvision Geister. Er hat eine Gestalt gesehen mit einem roten Bart. Und da kam seine, ich glaube, es war die Großtante, eine sehr alte Dame zu Besuch aus seiner Familie. Und der hat er davon erzählt, hat ihr das anvertraut. Die meisten haben gedacht, das kann nicht sein, ich will nach Hause. Nein, die hat zugehört. Und die sagte, ja, sein Urgroßvater hatte einen roten Bart. Hm. Er kannte das nicht, er wusste davon nichts. Und seitdem hat er dann Dialoge geführt mit seinem Großvater mit diesem Bart. Und der Arzt, der hat dann irgendwie umgeswitcht, der hat irgendwann gemerkt, Moment mal, das muss man doch mal ernst nehmen. Und hat sich dann tatsächlich da auch hingesetzt und hat dem Ganzen auch Aufmerksamkeit geschenkt. Und der hat tatsächlich sein ganzes Bewusstsein umgekrempelt. Und das habe ich echt gefeiert. Da habe ich gedacht, genau, dafür mache ich das. Ja, dass da einer reicht schon. Ja. Dass in der Schulmedizin mal ein bisschen was passiert. Und der hat auch bei uns an der Uni damals hatte der auch einen Lehrstuhl und so und hat das tatsächlich auch damit eingebunden. Aber das ist einer von, es müssten viel mehr sein. Aber es ist zumindest schon mal einer. Es ist ein Anfang, ja. Und wir haben da noch viel Forschung vor uns. Die Pharma kann halt nicht verdienen, sage ich jetzt mal etwas bissig. Die kann halt an den Sterbebettvisionen nichts mehr verdienen und deswegen wird das auch rausgenommen. Das ist einfach, das ist, so sehe ich das und viele andere auch, die da etwas kritisch sind. Ja. Aber werden wir noch mit drauf zurückkommen, genau. Gisa, auf ein paar deiner Storys. Aber Andreas, du kommst aus Iserloh, Diplom-Pädagoge und machst Coachings, Beratungen und hast mit Sicherheit auch schon in deiner Praxis, in deinem Leben Unglaubliches erlebt. Ja, Unglaubliches erlebt. Also ich glaube schon, ich finde das gar nicht so unglaublich, aber es gibt natürlich sehr abgefahrene Dinge. Aber ich will da gar nicht so großartig drüber erzählen, was ich so erlebt habe, sondern eher, wie ich Menschen betrachte. Und zwar bin ich Geisteswissenschaftler und mache mir bei meinen Vorträgen hin und wieder den Spaß und sage, setzen Sie mal das Wort Geist in den Plural, dann wissen Sie, womit ich mich beschäftige. So. Und ich sage, wir sind doch nicht unser Körper. Die Physik erklärt uns oder die Chemie erklärt uns oder die Biologie meinetwegen, dass wir aus Atomen, Zellen und sonst was bestehen, aber irgendwas belebt uns doch. Und nur, weil ein Teil unseres Körpers oder der ganze Körper irgendwann nicht mehr belebt ist, ist das, was ihn belebt, doch nicht weg. Geist, Spirit, wie auch immer, Seele. Und ich habe mir zu eigen gemacht, ursachenanalytisch zu arbeiten. Das ist ganz nüchtern, wenn die Menschen zu mir kommen mit irgendeinem Problem, einem gesundheitlichen Problem oder einem, ich habe immer wieder den falschen Partner, bin immer wieder pleite, ich habe immer wieder Ängste vor was auch immer, Höhe, Prüfung, sonst was, dann schaue ich mir an, was ist die Ursache, damit ich nicht symptomatisch behandle. Mhm. Also so ein gewöhnlicher Therapeut und mit gewöhnlich, dass man dich nicht abwerten, sondern verbreitet, in unserer Kultur arbeitet symptombezogen. Du hast Kopfschmerzen, du kriegst eine Kopfschmerztablette. Du hast Blinddarmschmerzen, dir wird der Blinddarm rausgeschnitten. Und ich sage, was verursacht das denn eigentlich? Und ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die hatte mir erzählt, dass sie Mandelkrebs hatte und danach lange Zeit, also es wurde allopathisch medizinisch behandelt, war dann lange Zeit in psychotherapeutischer Behandlung. Und ich sagte, das ist gut. Was haben denn die Psychotherapeuten herausgefunden? Warum hatten sie Mandelkrebs? Und sie sagt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich sage, das ist schlecht, weil wenn Sie nicht genau wissen, warum Sie Mandelkrebs bekommen haben, dann könnte es sein, dass das, was den Krebs erzeugt hat, irgendwann an anderer Ursache zuschlägt. Und ich sage, wenn ich Sie so ansehe, Sie sehen für mich sehr maskulin geprägt aus, sehr harte Gesichtszüge, tiefe Schatten, unterhängende Mundwinkel, Zornesfalten, kurze Haare, Bursche kurz gekleidet, keine Oberweite. Ich sage Ihnen, Sie sehen für mich so aus, als wollte Ihr Vater einen Sohn und hat aber nur eine Tochter gekriegt und war dementsprechend frustriert und hat das an ihn abgelassen. Sie sagen, ist ehrlich, oder? Hast du da? Ja gut, die Leute kommen ja nicht zu mir, damit ich etwas Schönes erzähle, sondern um etwas aufzulösen. Ich bin der sprechende Spiegel. Und dann sagte sie, ja, das stimmt, woher wissen Sie das? Ich sage, naja, alles an Ihnen strahlt das aus. Und ich sage, das Problem ist, wenn Sie vor lauter Wut so ein
Halskriegen, klassische Psychosomatik, dass die Mandeln verkrebsen und jetzt werden die Mandeln einfach nur wegoperiert, ohne dass das aufgelöst wird, dann wird dieses Feld sie an genau den Stellen weiter erwischen, wo sie immer wieder serviert bekommen, sie sind ja nur eine Frau. Das sind dann irgendwann auch ihre Geschlechtsmerkmale. Ihr klappt die Kinnlade runter und sagt, Herr Winter, Sie haben völlig recht, ich bin bereits total operiert. So, weswegen ich das erzähle, ich sage, die Spirits sind lediglich Menschen, die haben mal gerade keinen Körper. So, zufällig hat der Puppenspieler gerade mal keine Puppen. Versucht aber weiter, sich zu verwirklichen. Und ich habe eben durch einen Zufall mal irgendwann überlegt, wenn doch ein Spirit sich meldet, Klopfgeist, Poltergeist oder sei es auch nur über irgendwelche körperlichen Symptome wie Magenschmerzen, Gallenschmerzen, Übergewicht, was auch immer, dann sollten wir den doch eigentlich auch mal ursächlich therapieren und nicht einfach eine Kerze anzünden und sagen, ich bete für dich, geh. Das ist Symptombehandlung. Das ist meiner Ansicht nach schon fast ein bisschen frech, wenn da ein Spirit sich so bemerkbar macht, dass wir es spüren, den dann einfach mit Licht und Liebe wegzuschicken. Das ist so ein bisschen so ähnlich, als würden sie sagen, hau ab, du nervst. Der kommt dann wieder. Und genau das kann man machen. Man kann auch Spirits ursächlich therapieren. Super interessant, gehe ich ganz mit dir konform. Wann hast du bemerkt, dass du das anders machst wie andere? Mit 21, glaube ich, habe ich angefangen mit Hypnose zu rumexperimentieren. Ich muss dazu sagen, ich bin vielleicht ein bisschen anders aufgewachsen als die anderen Kinder. Meine Eltern waren beide mal tot. Die sind nicht tot, die waren tot. Die hatten beide ein Nahtoderlebnis. Das heißt, wir haben uns über Dinge unterhalten, die man damals Parapsychologie nannte. Heute nennt man das Grenzwissenschaften oder Esoterik oder du hast eine Schraube locker. aber ich bin aufgewachsen mit eben dem Bewusstsein, der Tod ist nicht das Ende. Es gibt Dinge, da kann man sich drüber unterhalten, das war für mich völlig normal. Hab mich da aber nie weiter mit beschäftigt, weil es war ja natürlich, ich wollte eigentlich Radio- und Fernsehtechniker werden, damit ich mir meine eigenen Gitarrenverstärker bauen kann, weil ich hatte kein Geld mehr, welche zu kaufen. Aber mit einer 4 in Mathe wirst du kein Radio- und Fernsehtechniker. Also habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich halt weiter zur Schule, mache mein Abi. Wusste nicht, was ich werden sollte. Und dann hieß es, ja, aber Diplompädagogik. Beinhaltet Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Philosophie. Und ich dachte, super, genau meins. Aber was macht man damit? Der Berufsberater sagte, gar nichts, ist ein wissenschaftliches Studium. Okay. Aber ich habe mich die ganze Zeit also immer damit beschäftigt, was treibt uns an, was motiviert uns. Ich hatte sehr viel Angst früher als Kind. Warum habe ich eigentlich Ängste? Und so ein Kram. Und dann ging es eben los, dass ich mit 21 Jahren mit Hypnose rumexperimentiert habe und festgestellt, dass was ich mit den Menschen mache, ist nachhaltig. Aber ich gehe eben an die Ursachen von Kettenrauchen, Spinnenangst oder Zwangssteuerung dran und nicht an das Symptom. Ich habe gedacht, ja, ist völlig normal, so möchte ich ja auch behandelt werden. Und dann irgendwann hatte ich mal eine Begegnung mit einem Geist, einem 7-jährigen Geist. Das war durch Zufall. Auf dem Kongress war ich Gast, Teilnehmer und der Referent Paul Brereton, ein britisches Medium, der fragte ins Publikum, wer von euch hat denn schon mal spirituell gearbeitet? Ja, und brav wie ich bin, habe ich mich halt gemeldet. Ich habe auch schon mal spirituell gearbeitet, ja. Und dann sagte er zu einer Dame und zu mir, ihr beiden kommt mal auf die Bühne. Ihr kriegt jetzt eine Augenbinde, ihr fühlt mal, was ihr fühlt und erzählt. Und ich dachte, was soll ich denn da fühlen? Wie warm es hier ist? Ich war völlig naiv. Dann stand ich da auf der Bühne und er sagte zu der Dame, fang du mal an. Und dann sagte sie, ja, ich sehe hier gerade einen Großvater und seine Enkelin sitzt im Publikum und er wünscht dir alles Gute und mach weiter so. Und vorne im Publikum eine, ja, mein Großvater. Ich dachte, ach so, ja klar, wir sind ja auf dem spirituellen Kongress. Das ging alles in Bruchteilen von Sekunden. Ich dachte, okay, ich brauche jetzt hier irgendwie so einen Großvater, eine Großmutter, irgendwas. Komm mal her, melde dich. Und dann kam es ein kleiner, 7-jähriger, rothaariger Junge mit Sommersprossen auf seinem Fahrrad den Berg runter gerast. Und ich denke, hau ab, ich brauche jetzt hier einen Verstorbenen und nicht so einen 7-jährigen. Und der verschwand aber nicht. Und die Geschichte von der Dame neben mir näherte sich dem Ende. Ich war unter wahnsinnigem Zeitdruck. Ich dachte, okay, vielleicht bist du ja mein Spirit. Jetzt bin ich Wissenschaftler. Ich versuche Dinge zu ergründen, zu beweisen, weil ich habe auch eine lebhafte Fantasie, klar, aber ich will mir hier nichts ausdenken, also sage ich, wie heißt du?
Und er sagte, mein Name ist Heiko, aber es ist nicht Heiko, sondern nur ähnlich wie Heiko. Beginnt aber mit einem A, ist zwei, mit einem H, ist zweisilbig und war nur kurze Zeit modern, relativ schnell altmodisch. Ich bin 7 Jahre, ich bin in den 70er Jahren gestorben und ich fahre mit meinem kleinen Kinderfahrrad die ganze Siedlung immer rauf und runter. So, jetzt konnte ich mit dem hier nicht stundenlang darüber diskutieren, wie er heißt. Ich musste mal langsam liefern. Dann sagt er, so, Andreas, was fühlst du? Und ich sage, ich habe hier einen 7-Jährigen auf dem Fahrrad, der braust durch die Siedlung und der ist verstorben und rote Haare, Sommersprossen. Und dann sagte ich so, und ich sage, seine Botschaft ist, Mutter, hör auf, mir Vorwürfe zu machen, mach dir keine Sorgen, du hast mich immer behütet, immer beschützt, aber ich brauchte diesen Tod, ich brauchte diese Power, ich musste mich spüren. So, und ich sage, ich hoffe, dass jemand aus dem Publikum da irgendwas mit anfangen kann. Es meldete sich eine Dame 3 Reihen weiter. Ich hatte noch die Augenbinde auf. Sie sagte, ja, ich habe das gesehen. Ich war dabei. Ich war noch klein. Und der hatte mir auch noch gesagt, dieser kleine Junge, dass er nicht der Sohn von einer aus dem Publikum ist, sondern von einer Nachbarin. Auch das hatte ich gesagt. Und ich sagte, wie heißt der? Und sie, Hartmut. Okay, Heiko, nicht Heiko, aber mit H, mit einem A da drin, blablabla. Ich reiß die Binde runter und sie sagt, wie ist er gestorben? Und sie, genauso wie du es gesagt hast, mit seinem Fahrrad durch die Gegend gebraust, von LKW geknallt, sofort tot. Ich sag, pass auf, der ist proaktiv durchgekommen. Ich hatte eigentlich gedacht, jetzt kommt irgendwie eine Oma, ein Opa, aber der meldet sich, der will uns was sagen. Der will sagen, Mutter, mach mir keine Vorwürfe, mach dir auch keine. Es ist für mich völlig in Ordnung. Ich sag, wenn der so proaktiv durchkommt, dann ist der also praktisch unerlöst. Der ist extra hier. Und ich bin ja kein ausgebildetes Medium, ich bin durch Zufall da gelandet. Ich hatte lediglich meine Antenne eingeschaltet. So, und ich sag, dann lass uns den doch bitte erlösen. Ich habe dann mal ganz kurz Paul Brevertsons Bühne übernommen und habe gesagt, liebe Leute, bitte lass uns mal ganz kurz die Augen schließen und uns einfach mal vorstellen, diese Botschaft erreicht die Mutter. Weil die hat auch gesagt, die Frau, die hat schon lange keinen Kontakt mehr. So, und dann habe ich danach gedacht, klar, die Spirits machen doch Druck, die wollen doch gehört werden. Ob die uns die Tassen aus dem Regal schmeißen oder ob die uns Herzbeschwerden verursachen. Wir sollten die einfach mal fragen, was hat dich nicht erlöst? Was willst du? Was brauchst du? Genauso arbeite ich als Coach. Ich mache Ursachen auf. Und da sagst du hast nichts Unglaubliches erlebt, ne? Ja. Okay. Wenn das für dich völlig normal ist, Christina, deine Geschichte ist mit Sicherheit auch nicht völlig normal. Denn eine sehr erfolgreiche Opernsängerin, die sich dann oben irgendwo in einem Fenster wiederfindet und sagt so, ich habe jetzt mehrere Abgänge und ich habe hier einen absoluten Tiefpunkt meines Lebens und wenn ich hier runterspringe, dann habe ich das ganze Drama hier Gott sei Dank beendet. Und dann kommt irgendein Wesen, wie man auch immer das nennen mag, und sagt, Christina, das machen wir mal ganz anders. Jetzt zeige ich dir mal eigentlich, warum du überhaupt hier inkarniert bist. Denn du darfst nur ganz was anderes machen, denn diese Ausbildung, was du gemacht hast, als Ungarin in Wien, Gesang studiert, du sollst eigentlich ganz was anderes machen. Aber darüber möchte ich mit dir erst sprechen, wenn wir dich tatsächlich auch mal singen hören. Oh. Und es wäre jetzt ganz nett, wenn du hier ein Lied hättest, irgendwie aus dem Herzen etwas. Okay. So, dann darf ich jetzt gar nicht mehr reden. Doch, doch. Dann fangen wir an mit einem sogenannten Herzensmelodie. Die Herzensmelodien entstehen ungefähr vor einem Jahr, wo ich plötzlich, steht jemand vor mir und ich höre eine Melodie. Und ich sage, was ist das? Warum höre ich jetzt eine Melodie? Und dann diesen Moment, ich sage zu den Personen, darf ich dir diese Melodie singen? Und ja klar, sing mir diese Melodie. Und ich singe diese Melodie und die Person fängt an zu weinen. Ich sage, was ist los hier eigentlich? Und weißt du, das... Ich kenne diese Melodie. Von wo kommt diese Melodie? Ich habe keine Ahnung. Und so bringe ich das weiter, jetzt diese Herzensmelodien, was eine neue Art ist eigentlich von dem all das, was ich in den letzten 11 Jahren erlebt habe. Und weitermache, Healing Voice, richtig. Weil diese Herzensmelodien tatsächlich entstehen auch in diesem Moment für euch allen, die ihr jetzt da seid. Also fangen wir mit dem anderen. Ich bleibe da. Ich singe nicht dort. Ich habe hier sowieso ein Mikrofon, oder? Soll ich dorthin gehen? Soll ich nicht? Doch, ich muss dorthin gehen. Okay. Die Herzensmelodie entsteht nicht nur für mich, sondern für euch allen. Das bedeutet einfach, dass ich das wiederhole ein paar Mal
Und es wäre wunderschön, wenn ihr das mitsingen würdet. Die sind immer Melodien, die sehr, sehr einfach sind. Also keine komplizierten Geschichten. Es ist nur sehr, sehr wichtig, dass ihr lässt mich kurz das wiederholen ein paar Mal, weil es könnte sein, dass es sich ändert. Mhm. Okay? Also ich begleite das nicht mit dem Klavier. Dazu brauchen wir kein Klavier. Das ist jetzt auch hier runtergegangen. Okay, super. Runter kurz. Okay. Wisst ihr, dass Klatschen eigentlich unterbricht den Klang? Ich hätte nicht geklatscht. Ja,
Es ist sehr interessant, weil am Sonntag habe ich seit lange Jahren wieder ein Konzert gemacht. Und ich habe Nepomuk gesagt, bitte darf ich darüber reden, weil ich habe so wunderschöne Geschichten erzählt. Und ich könnte natürlich jetzt auch stundenlang meine Geschichte erzählen, aber ich finde, was Großartiges passiert hat mit mir am Sonntag. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gefühlt, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wisst ihr das, was das bedeutet? Ich glaube, jeder von euch hat schon einen Moment gehabt, wo er gesagt hat, das ist jetzt wirklich das, was ich wirklich bin. Und es könnte sein, dass wir wirklich vieles erleben müssen, dass wir dann wirklich dazu kommen, irgendwann, wo wir sagen, jetzt bin ich wieder zu Hause. Und in diesem Konzert habe ich gehört, die Ungarin, die Gesangslehrerin, die Schamanin und Heilerin und auch die Opernsängerin ist dabei. Ich habe ein Programm gemacht, wo all dies mit Improvisationen und auch mit bekannten Stücken einfach mit drei Musikern, die auch musiktherapeutisch arbeiten, etwas kreiert, wo ich sage, ja, das ist das, was jetzt die Menschen brauchen. Und wisst ihr warum? Weil ich habe bemerkt, Healing Voice, was ich mache und was ich weitermache, mit natürlich mit dem geistigen Team, was ich habe, für viele Menschen ist zu viel. Einfach nur Klang zu hören und sehr, sehr schräge Klänge auch zu hören, sie können damit nichts anfangen. Und zu einem breiten Publikum anzukommen, wie du das auch vorher gesagt hast, ich finde, die Musik ist einfach ein Instrument, was wir alle drinnen uns trägen. Und die Herzensmelodie, weil so habe ich das dann auch weiter genannt, ist etwas, was uns alle gehört. Also mit was, in was findet ihr am besten, wenn es euch nicht so gut geht? Jeder tut einfach die Musik rein. Oder geht wandern, vielleicht auch in der Stille. Aber wisst ihr, dass Stille auch Klang ist? Ja, klar. Es existiert gar nicht ohne Klang. Und es ist alles eine Vibration, Schwingung in unserem Körper, was du auch so wunderbar erzählt hast. Ich habe natürlich alles in meinem Kopf so gehört und in mir reingeschaut und gesagt, ja, wir haben 60 Trillionen Zellen. Und diese Zellen vibrieren auf verschiedene Art und Weise und bringen alle verschiedene Klänge. Wir sind ein wahnsinniges Musikinstrument. Und wenn wir unsere eigene Klänge oder einfach nur Musik hören und wir anfangen, so zusammen zu singen, ganz einfach, weil das war nicht kompliziert, denke ich mal, was passiert dann? Diese Wunder, weil in dem Moment werden wir verbunden mit uns zu unserem eigenen Seele. Und in dem Moment, wenn wir verbunden sind zu unserer eigenen Seele, wir sind verbunden zu dem Universum. Und deswegen brauchen wir gar nichts mehr. Es ist alles da. Und wenn die Leute von mir noch immer von Techniken reden und ich sage, ich kann nicht mehr von Techniken hören, nicht einmal vom Reden, ich will nichts mehr von Techniken wissen und ich will auch nicht meinen Namen irgendwie nominieren. Es ist einfach ein Fluss. Und wenn wir bei uns sind und wir wirklich in diesem Frequenz uns fließen lassen, wo die Kreation ist, dann entsteht alles. Und das ist die göttliche Energie, finde ich. Und dabei natürlich meine Aufgabe, jeder von euch hat eine wunderbare Gift, Geschenk und eine Aufgabe. Meine ist natürlich die Musik. Und danke für die Einladung. Gerne. Christina, du hast jetzt erzählt, dass sich das im Moment für dich so verändert. Wie war das für dich in dem Moment? Hat sich das an diesem Sonntag wirklich dann so gezeigt oder fing das sich schon vorher an aufzubauen, dass du gemerkt hast, es ist irgendwas anders? Also nur ganz kurz, ich bin aufgewachsen, wo ich 7 schon gesungen habe. Ich wurde schon in eine Schule gestellt, wo einfach Gesang und Musik war das Wichtigste. Ich glaube, ich habe schon mal im Bauch vor meiner Mutter gesungen. Also, keine, also für mich ist einfach Musik und Singen war immer, immer das auf der ersten Stelle. Und ich könnte das anders auch nicht vorstellen. Und ich stellte vor, nach meiner Gesangskarriere als Opernsängerin, weil ich habe in Graz, nicht in Wien, mein Studium fertig gemacht. Ich war in Deutschland dann sehr, sehr viel gesungen. Und in der Schweiz, in Italien, dann auch in Österreich. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ja, das ist toll, aber ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist zu begrenzt. Also Operngesang ist begrenzt. Es ist wirklich wunderschön, aber es ist begrenzt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, Schluss, ich will nicht mehr singen. Genug. Und dann habe ich in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich werde nie mehr singen, was anderes erlebt. Und in dem Moment fängt mein neues Leben an, wo mir gezeigt geworden, dass ich eigentlich da bin, um die Gesang nicht auf
den Level zu bringen, also weiterzuführen, sondern auf eine andere Ebene. Und die sind wirklich die Schwingungen, die sind die Frequenzen, die sind die Heilung, ob ist egal, wie wir das nennen. Auf jeden Fall die Herzen, einem Herzen zu kommen von den Menschen, weil von hier fängt an die Heilung. Und auch diese symptomatischen Geschichten, was du gesagt hast, ich bin vollkommen einverstanden, weil so ist es. Während die Healing Voice Einzel Sessions, wo die Leute kommen, die Geistenwesen arbeiten ebenso, wie er das gesagt hat. Also sie sagen nicht, okay, du hast ein Problem, ich komme wegen dieser Probleme, ich will davon gar nichts wissen, ich bin nicht einmal ein Psychologen, ich bin nicht ein Coach, ich bin nicht einmal ein Heiler in dem Sinne, aber sie wissen das. Und sehr oft vielleicht, jemand hat ein Knieproblem, sie fangen gar nicht bei dem Knie an, sondern weil das natürlich eine andere Geschichte hat. Und diese Geschichte ist interessant. Und wenn wir das wirklich fühlen, was unsere Geschichte ist und dass wir das ändern, dann wir sind geheilt. Weil die Heilung ist wirklich nur, also physisch, unser Körper ist so intelligent, ich sage immer, unser Körper eigentlich zeigt die ganze Zeit, was wir nicht hören wollen. Genau. Wir hören nicht zu, wir wollen das nicht, unser Körper dann irgendwann sagt, jetzt ist Stopp. Also eigentlich unser größter Fan, auch unser Gehirn ist unser größter Fan, nur limitiert, ist eine limitierte Ausgabe. Aber ist unser größter Fan, wird uns die ganze Zeit beschützen, wie unser inneres Kind. Das ist auch mein größter Fan, aber will mich beschützen und will ihre eigene Sachen haben. Und dann kommt es natürlich dazu durch die Seele und die Seele sagt, ja, und wann bin ich endlich mal dran? Hörst du mich mal irgendwann zu? Und das wäre vielleicht das Wichtigste, das jetzt, wird jetzt mein drittes Buch sein, was ich jetzt gerade angefangen habe zu schreiben. Instrumente für ein alltägliches Leben. Keine Techniken, sondern einfach mal sagen, wirst du wirklich dich ändern? Wirst du dein Leben was machen? Dann alltäglich musst du arbeiten. Nicht nur manchmal, ich gehe zu einem Seminar, ich studiere jetzt wirklich wieder eine neue Technik. Ja, ich bin jetzt ein super Reiki, Theta Healing, keine Ahnung was. Ich bin nicht gegen Techniken, bitte. Weil für den Gesang muss man auch studieren, für Klavierspielen muss man auch studieren. Aber irgendwann, wo du diese Basic hast, dann musst du zu dir stehen, wer du bist, und einfach rauslassen und fließen lassen. Und das war am Sonntag, weil du mich jetzt gefragt hast, zurück zu der Anfangsfrage. Im Dezember haben mich gefragt, dieses Konzert zu machen, in diesem Theater in Ascona. Und ich habe gesagt, ja gut, ich stelle mich dort mit dem Klavier und ich singe. Und gesagt, und die haben ein Plakat gemacht und am Plakat steht Christina Nemeth. Und dann irgendwann habe ich dazu getan, Guests and Guests, weil ich habe gesagt, ja, vielleicht doch nicht, vielleicht das ist das doch nicht, was ich will. Und dann habe ich drei wunderbare Musiker gefunden, zu mir geführt geworden. Und wir haben angefangen, einfach zu schauen, was ich will. Und in der letzten Probe, ich stand da und ich habe gesagt, du Leute, ich habe noch immer keine Ahnung, was ich will. Und wir haben eine Woche gehabt zu dem Konzert und gesagt, ich bin eher wirklich ganz ehrlich, ich habe schon eine Liste so aufgeführt und wir haben schon einiges probiert und gesagt, was mache ich denn? Ich weiß gar nicht, was ich will. Und dann, ein paar Tage vorher, habe ich wirklich gehört, Christina, warum willst du immer gefallen, die Leute? Warum willst du das machen, was die Leute hören wollen? Die wollen dich als Opernsängerin wieder hören, die wollen diese wunderschöne Stimme haben, viele haben wunderschöne Stimmen. Die wollen, was wollen sie hören? Ja, aber du machst schon Healing Voice seit 11 Jahren. Jetzt kannst du wieder nicht Healing Voice machen. Ja, was bin ich denn überhaupt? Aber ich bin auch Ungarin. Ich habe immer verleugnet, dass ich Ungarin bin. Nein! Also ich habe 3 Stücke ungarische Volkslieder ausgesucht und natürlich neu bearbeitet mit den Improvisationen, mit den Musikern. Und inzwischen 2, 3 Stücke, die sehr, sehr bekannt sind, und inzwischen improvisiert und gelassen, das geschieht von dem Schamanischen heraus, natürlich, was passieren sollte mit diesem wunderbaren Musiker. Und dort habe ich verstanden am Ende, weil waren alle natürlich sehr begeistert, das ist mein Weg. Super. Und warum ist das mein Weg? Weil ich jetzt zu mir stehe. Genau. Ich bin Opernsängerin, ich bin Schamanin und ich bin auch Ungarin. Und jetzt möchte ich gerne mit Hubert sprechen. Super. Danke, Christina, für deine Geschichte. Hubert, Mama hat gesagt, du hast den Begriff Humisal ins Leben gebracht. Lass uns einmal darüber sprechen. Das ist eine ähnliche Geschichte, nur auf einem anderen Weg, sich selbst wieder einzubringen, zurückzufinden zu einem, zum Wahren selbst. Das Ankommen, ja.
Das Humisal ist eine sehr breit angelegte Geschichte. Es ist ein Menschheitsvertrag. Ich fange mal hin, also ich könnte jetzt erzählen, wie es zu Humisal gekommen ist. Das ist der eine Part. Und das andere ist, was will ich damit erreichen? Das wäre vielleicht interessant. Und das nächste sind dann die Dinge, die ich damit mache, alltäglich. Okay. Mhm. Das erste war, die wichtigste Voraussetzung, dass ich Bauer war und Bauer bin, dass ich das überhaupt entwickeln konnte. Weil parallel zu meinem eigenen Herzproblem kam dazu, dass ich mit meinem Vater im Krieg gelegen bin, meine Eltern Streit im Dorf. Dann, als ich umgestellt habe auf biodynamische Wirtschaftsweise, musst du dir das vorstellen, ein Bauer, ein normaler Bauer, der schreibt nie eine Rechnung in seinem Leben. Er bekommt immer Abrechnungen, Milchgeldabrechnungen, Schlachtviehabrechnungen, Obstabrechnung, Getreideabrechnung, wie auch immer, und wird aber als Unternehmer eingestuft. Mhm. Man muss es sehen, unser Wirtschaftssystem ist so aufgebaut, Bauer, bring du deine Sache und der Rest geht dich nichts an. Und ich habe das richtig aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Als ich eben umgestellt habe auf biodynamische Wirtschaftsweise, war ich damals Vertreter einer Bauerngemeinschaft und bin mit einem Getreidehändler in ein Gespräch gekommen, um über Getreidepreise zu verhandeln. Ich war da 32 Jahre alt und ich habe noch nie so eine Verhandlung geführt. Ja? Und komme da in das Gespräch rein und dann sagt er, war das Gespräch nach 5 Minuten beendet mit den Worten des Gegenüber: Herr Mürli, gehen Sie nach Hause auf Ihren Acker, der Rest geht Sie nichts an. So, und das muss man mal richtig auf sich wirken lassen. Ja, das wirklich Tiefe empfinden kann nur ein Bauer. Mhm. Jemand, der von außen kommt, der kann es ein Stück weit, aber da geht es an die Existenz. Und ich habe so eine Wut im Ranzen gehabt, ja, dass ich gesagt habe, du kriegst von mir kein Körnle mehr, und wenn ich alles selber fressen muss. Was natürlich auch nicht geht, aber. Und diese Wut hat dazu geführt, unser gesamtes System zu hinterfragen, wo ich eben drauf gekommen bin, dieses System, das auf Kosten von, dass ihr weltweit lebt. Und die sensiblen Menschen immer untergehen. Ja? Und die mit Ellenbogen und mit viel Intellekt und Gerissenheit, die kommen da immer weiter. Und dann wurde mir eine Weile so der Faust, Goethes Faust, um die Ohren gehauen. Und ich wusste nicht warum, weil diese Sprache habe ich nicht verstanden. Erst, als ich da tiefer reinging und dann wurde mir klar, was ist denn das Wesen von dem Faust? Der Faust hat sozusagen die eigene Seele verkauft oder verpachtet an den Tod, an den Mephisto, der ein Teil jener Kraft ist, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Also sie selber schafft es nicht, aber sie triggert an, damit die Menschen in die Gänge kommen, dass etwas gut wird. Ja? Und daraus ist dann dieses Humisal entstanden? Ja, und jetzt dann kam bei mir die Hypothese, wenn ich jetzt meine Seele kennenlerne, mit dir in eine Partnerschaft komme und auch die Elementarwelt kennenlerne, bis hinauf zu der höchsten geistigen Hierarchie und auch mit denen in eine Partnerschaft komme, dann müsste ja ein Paradies auf Erden möglich sein. Und jetzt hatte ich eben den Vorteil, Herzprobleme gehabt zu haben, zunächst den Christus entdeckt, und darüber kam ich dann zu der Elementarwesen, aber dann natürlich auch mit meinem Karma. Und auch mit den Kräften. Und ich bin über dieser Kraft dann auch begegnet, die seinerzeit den Hiob geprüft hat. Ja, Hiobs Botschafter, ja, dem dauernd irgendwas kaputt gegangen ist. Und diese Kraft, als die mir erschienen ist, da in Form von einem heftigen Gewitter, das mir beinahe die Hütte über dem Kopf zusammengehauen hätte. Und das ist diejenige Kraft, die heute die ganze Welt in Schach hält und durch entsprechende Menschen wirkt. Sei es Soros, Gates, Merkel, Habeck, Baerbock und wie sie alle heißen, ja, das sind nicht sie selber, sondern sie sind fremdgesteuert, so wie es damals auch der Churchill war, der gesagt hat, wir müssen den Geist Schillers austreiben, ja, fremdgelenkt, die ganze Welt gegeneinander aufgehetzt, und das passiert heute wieder. Und jetzt habe ich diese Kraft entdeckt
musste bei mir schauen, warum ihr Resonanz habt, haben da vieles aufgearbeitet und dies und jenes. Und jetzt ist es so weit, dass ich sage, am 14. Januar haben wir auf dem Mörlihof postuliert, bis an Michaeli, wer katholisch aufgewachsen ist, weiß, wann Michaeli ist, wer nicht, 29. September 2023 werden wir den Weltfrieden erreicht haben. Und das sage ich als Bauer. Wenn ich sonst... Das ist eine Ansage und ich bleibe ja da. Wenn ich jetzt vielleicht so ein 0815 Seminarleiter wäre und es würde nicht gelingen, dann haue ich halt ab nach Thailand, oder? Ja? Und so. Also da kommen dann alle zu dir und sagen, wo ist der Frieden? So. Und jetzt ergeben sich daraus Konsequenzen. Das heißt, die Konsequenz heißt, Schattenseiten in sich anzuschauen, die heute im Außen gespiegelt werden. Das heißt, ich lege mich nicht mit dem Soros an, nicht mit dem Klaus Schwab, sondern mit den Kräften, die dahinter stehen. Und die schaue ich in mir an, wo ich selber auch mal zu diesem System in einer früheren Inkarnation beigetragen habe. Und wenn ich die bei mir aufgearbeitet habe, fällt die Spiegelung im Außen flach und das ganze Klump fällt in sich zusammen. Ja, gute so Geschichte, wie die Partnerschaft. Das ist wieder eine gute Geschichte, aber wenn die es 8 Milliarden machen müssen, dann haben wir noch was viel zu erzählen. Ja sicher, das ist ja das Thema, da werden wir ja stundenlang nicht fertig. Ja. Aber, und deshalb komme ich jetzt zum Wichtigsten. Ich habe daraus Transformationsarbeit entwickelt. Also zu mir kommen Menschen, die schon Seminar erfahren sind und dann es wissen wollen und wirklich an den Kern Dinge, wie bei ihm auch. Und jeder hat so seine Fähigkeiten. Und wir werden dann auch immer wieder fündig. Und es kommen aber auch zu mir Menschen, die eine Geschichte dabei haben, wo, also ich kann sagen, wer heute irgendeine Führungseigenschaft hat, ob er Leiter ist vom Kindergarten oder in der Familie die Hose anhat. Meistens die Frauen, ne? Ja, es klärt sich so. Oder also sonst irgendwelche Führungsqualitäten haben, die haben auch in früherer Zeit schon Führungseigenschaften gehabt. Und die brauchen wir heute, um eben die Schattenseite zu transformieren und diese Christuskraft, diese christliche Aura zu vermehren. Und der Christus ist ja der Herr der Liebe. Also die Liebe zu vermehren im morphogenetischen Feld, aber auch gleichzeitig im Alltag, in den Alltag reinbringen. Und wenn viele sagen, wir müssen das System ablösen, wir müssen das wegkriegen, ja, wir brauchen die Beamten nach wie vor, wir brauchen die Handwerker, wir brauchen die Bauern, wir brauchen... Das heißt, wir durchsetzen jetzt alle Lebensbereiche mit dieser Liebe, ja, von innen aus. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Humisal. Und Humisal hat eben die Eigenschaft, dass wir Zugriff auf alle irdischen und kosmischen Komponenten haben, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Und jetzt mache ich das ganz, ganz praktisch. Da kommt jemand mit einem Verhaltensmuster, mit der Mutter nicht klar, kommen wir schon seit 40 Jahren, wir kommen dann in den Kern, lösen das Ding auf. Nach der Sitzung nimmt die Dame ihr Handy in die Hand, kam eine Sprachnachricht, eine WhatsApp-Nachricht rein von ihrer Mutter mit dem Lied Halleluja. Und zwar genau zu der Sekunde, als wir das aufgelöst haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es geht noch weiter. Ja? Genau. Ich hätte dann gerne noch mal eine Frage an Gesa. Ja. Ich würde noch gerne noch mal auf diese Sterbebettvision zurückkommen. Mhm. Wenn du jetzt mit solchen Menschen arbeitest, und es gibt ja genügend, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, ja, wie kannst du ihnen dabei helfen, dass sie trotzdem diese Sterbebettvision zulassen? Oder gibt es da irgendwas, wo Menschen angetriggert sind, dass sie tatsächlich dann auch für sich diese Sachen erleben können? Weil es ja wunderschön, wenn sie das erleben. Also im Schnitt erleben ungefähr so 85%, würde ich mal behaupten, diese Sterbebettvision. Manche verdrängen die sie überhaupt nicht haben. Das sind oft diejenigen, die im Leben wirklich diese Dinge auch in ihrem Leben nicht zugelassen haben. Die also währenddessen auch schon sagen, das ist alles Unsinn und ich verdränge das und so weiter. Und da kann man tatsächlich mit nonverbaler Kommunikation arbeiten, da kann man mit Klängen arbeiten. Klänge sind Heilung,
Wenn ich singe, habe ich keine Angst. Das ist inzwischen erwiesen oder bewiesen. Ich kann mit Klangschalen arbeiten. Wenn das eine private Begleitung ist und steht ein Klavier, kann man da arbeiten oder man kann alles Mögliche machen. Dann viele tauen dann auf, sage ich mal. Auch Menschen, die überhaupt keinen Glauben haben, die weder in die eine oder andere Richtung, die sagen, danach kommt nichts. Oder sehr alte Menschen oft noch, die am Glauben festhalten und die tatsächlich überzeugt sind, da kommt die Hölle und da kommt der Sensemann und da kommt das Fegefeuer. Die können nicht gehen und die haben dann auch keine Sterbebettvision. Dass man dann eben nicht über die gesprochene Sprache arbeitet, sondern über Obertonmusik, was auch immer da ist. Ich komme auch aus einer Musikerfamilie, da ist viel möglich, man kann viel machen und die tauen auf, die werden... Ja, bevor sie loslassen können, müssen sie erstmal das fallen lassen. Erstmal das zulassen, was vielleicht 80 Jahre nicht zugelassen wurde, wird dann plötzlich geöffnet oder eröffnet. Und das ist ein unglaubliches Ereignis, was man da erlebt. Das ist wirklich unfassbar. Und diejenigen, die es überhaupt nicht schaffen, will ich mal sagen, das sind die, von denen man manchmal so, na, ich sag das mal so, in der Zeitung liest, Seniorin lag drei Jahre und konnte nicht sterben, so Pflegefall. Also, das sind oft diejenigen, die wirklich auch ihre Krankheit nicht angenommen haben. Warum habe ich den Krebs? Warum bin ich innerlich zerfressen? Ja, warum gibt's genug, warum ist mir das auf den Magen geschlagen damals? Warum habe ich das ignoriert? Später kommt der Magenkrebs. Ich habe es immer weggeschoben. Die haben immer nur, ja, den Arzt, kriegt Tabletten und dann ist gut. Nein, aber warum habe ich das? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Das ist auch Heilung. Und wenn man das mischt, wenn man gleichzeitig dann auch Klänge dazu nimmt, also das ist eigentlich eine Tür- und Toröffnung für weitere Bewusstseinsbereiche, die ich schon erfahren kann, bevor ich überhaupt hinübergehe. Das ist super. Das kann ich aber auch schon zu gesunden Zeiten praktizieren, das kann ich tatsächlich in mein Leben integrieren, das würde ich nur empfehlen. Und nicht erst, wenn es soweit ist, dass andere mir die Türen, ich kann die auch selber öffnen, die Bereitschaft. Ich muss, Ernst Jankowski würde sagen, ich muss nicht in die Wüste gehen und Heuschrecken fressen, komm wieder und bin geheilt. Sondern ich kann beten, wenn ich das möchte, ich kann auch meditieren, aber einfach mal offen sein erstmal. Und das grundsätzlich fehlt bei uns komplett. Allein die Offenheit dafür, es wird gleich abgetan. Alles Schwachsinn kann es nicht sein. Es wird auch nicht ausprobiert, ob vielleicht ein bisschen Musik hilft. Die meisten können ja gar nicht stillsitzen und einfach mal zuhören. Das klappt einfach nicht. Sie sind immer im Aktionismus. Heute habe ich den Termin, ich muss dahin. Die kommen überhaupt nicht mehr dazu. Und das äußert sich dann auch auf dem Sterbebett. Die kommen gar nicht zur Ruhe. So wie ich gelebt habe, sterbe. Ich gebe dir diesen Satz und da ist schon was dran. Es gibt aber auch noch ganz andere, die das in ihrem Leben integriert haben. Und das sind wirklich, wo ich wirklich sage, wow, da setze ich mich hin und lerne einfach für mein Leben. Das ist cool. Die sagen einem Dinge, machen Sie bloß nicht das oder mach bloß nicht das oder irgendetwas, was an Erfahrungen. Gut, Erfahrung kann man nicht weitergeben, aber die Empfehlung so, das ist unglaublich. Super. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich mache eine Schublade auf und so ist das, so stirbt jemand. Nee, es hängt vom Leben ab, es hängt von der Einstellung, vom Glauben ab, von allem Möglichen. Es ist wie Tod ist Liebe, Tod ist Geburt, hängt aber alles zusammen. Aber Liebe ist ja das verbindende Glied. Hubert, du hast ja noch irgendwie Schmuckstücke mitgebracht, ja, die du uns noch zeigen willst, oder? Also, es kommt nur dazu, Liebe ist wichtig zu erleben. Ja. Und bei dem... wie mir die Transformationsarbeit mache, da führe ich eben die Menschen zu ihrem Christus. Das heißt auch, zu mir brauchen die Menschen gar kein Vertrauen haben, sondern das allererste ist, dass ich das Herz beim anderen aktiviere, dass er sofort den eigenen Controller in sich hat. Das heißt, wenn dort das Herz anfängt zu klemmen, dann schauen wir sofort dorthin. Und ich begleite es ganz bewusst, ja, wie ein Steuermann, und lasse es nicht aus den Augen, bis wir durch sind. Ja. Da bin ich also sehr akkurat. Und jetzt kommt noch was dazu, ganz Entscheidendes, und jetzt kommt der Bauer so richtig zum Tragen. Jeder Mensch hat ein Körperelementarwesen. Wenn wir also so durch sind, weil das innere Kind dann groß gemacht und so weiter transformiert haben, dass dann dem Körperelementarwesen gesagt wird, so, und jetzt verteilst du diese neue Qualität in alle Körperzellen, damit es auf der körperlichen Ebene auch wirksam wird. Und ihr kennt ja alle das Wort verinnerlichen. Mhm.
das reicht mir nicht. Ich denke über jedes Wort nach, über jeden Furz. Ich habe viel besseres Wort. Einverleiben. Mhm. Einverleiben, dann kommt es in meinen Leib, der Leib Christi, ja, brumm. Und jetzt kommt noch was. Das kennen auch viele. Sie haben ein super tolles Seminar gemacht, fühlen sich sau wohl, kommen nach Hause und nach einer gewissen Zeit sind sie wieder im Alter drin. Mhm. Warum? Weil zu Hause das Wohnhaus, das Grundstück, die Erde, da gibt es ein Hofwesen oder ein Gebäudewesen oder ja, der Lebensraumwesen. Und der sagt da, ja, okay, du kannst jetzt schon kommen mit deiner neuen Energie, aber der Chef bin ich. Und jetzt kommt aber das dazu, dass ich sage, jeder bringt eine Handvoll Erde mit zur Transformation. Nach der Transformation nimmt derjenige oder diejenige ihre mitgebrachte Erde in die Hand, kalt, leer, traurig. Und dann gehe ich als erstes hin und mache nur in der Erde ein bisschen rum, gebe es wieder neutral. Nur durch das, dass ich da drin rum vorwerke. Und jetzt kommt eine Erde, die ich seit 25 Jahren sammle. Da sind auch biodynamische Präparate drin. Und manch einer hat einen guten Bezug zum Agnihotra. Auch das ist drin. So, und jetzt kommt der Teil zu dem, was die Leute mitgebracht haben, wo sie wieder einen Teil mit nach Hause nehmen. Auch dazu, das fängt an zu pulsieren. Das wird warm. Dann sage ich, ja, und das tust du jetzt zu Hause im Garten oder ums Haus rum, in den Boden reinrühren, auch mit Wasser, und immer wieder auffüllen. So kriegst du einen Bezug zur Mutter Erde. Du hast jetzt den Bezug zu dir und jetzt auch zur Mutter Erde. Und jetzt ist noch wichtig, auch entsprechende Lebensmittel zu sich zu nehmen. Was nützt die ganze Transformation, wenn ich dann meinen Körper wieder vollmülle? Das geht gegeneinander, funktioniert nicht. Und deshalb haben wir auch hervorragende Lebensmittel entwickelt. Ja? Dinkel, Mehl, Kartoffeln und so weiter. So, und jetzt kommt noch was. Dem nicht genug. Ich habe so ein Amulett entwickelt. Zunächst als Handyaufkleber, ja, zur Harmonisierung von elektromagnetischer Strahlung. Aber das kleine Ding, ich habe nämlich eine Gralschale zu Hause, die auf Rudolf Steiner zurückgeht. Und da wird das Ding eingetaucht. Ja, will jetzt nicht weiter ausschmücken. So, mit dem können wir zum Beispiel auch Seelen wieder reparieren, die ich durch die Impfung vernebelt worden sind. Das ist ein spezielles Thema dann. Ja, das ist ein spezielles Thema. Aber ich glaube, dass das aber auch eine Glaubenssache ist. Wenn jemand sagt, das schadet mir oder schadet mir nicht. Ja, das würde ich so nicht stehen lassen. Also da muss man genau hinschauen. Eben mit der Wahrheitskraft. Ich bin die Wahrheit und das Leben, das ja in jedem Mensch ist. Genau hinschauen. Und ich kenne jemanden, der arbeitet bei einer Stadt, wo zu ihm Leiche kommen, die da reingeschoben werden in den Kühlschrank. Und vor Corona hat er mit jeder Seele einfach so einen selbstverständlichen Kontakt gehabt. Und seit Corona ist das wie abgebrochen. Jetzt hat er sich mit Humisal beschäftigt und bezieht es mit ein. Und jetzt können wir diese Seele, die voll vernebelt sind, wieder zu ihrer Klarheit bringen. Das ist also ein weiteres Thema. Ja. Erstmal danke, Andreas. Darf ich dich noch was fragen? Ich habe gesehen, du beschreibst auf deiner Homepage, du bist im Endeffekt, beschreibst den Prozess mit Software- und Hardware-Prozess. Da musste ich ein bisschen grinsen, weil ich gedacht habe, okay, das ist ja Körper und Geist, was ist mit der Seele? Aber du hast jetzt das natürlich nochmal ganz anders erklärt. Vielleicht erklärst du das nochmal, diesen Zusammenhalt von wegen Software- und Hardware-Prozess. Also das ist natürlich tatsächlich eine etwas unromantische und etwas nüchterne Unterscheidung. Wir können es sogar noch ein bisschen übertreiben, weil Max Planck sagt uns, es gibt eigentlich gar keine Hardware. Alle Schwingungen. Aber wir müssen eben schauen, auf welcher Ebene operieren wir. Wir gehen jetzt erstmal alle davon aus, dass wir irgendwie einen Körper haben. So. Unsere Seele lässt sich wahrscheinlich kringlich und sagt, ja, der Körper, den brauchst du aber nicht unbedingt, außer um dich zu verwirklichen. Also ich unterscheide erstmal nur ganz praktikabel, dass die Steuerung, das kann ein Fernsehprogramm sein, das kann unsere Seele sein, das kann irgendetwas sein, was eine Affinität zu etwas hat, das man dann Materie nennt. Mhm. Ich bin jetzt kein Philosoph. Wir können da wahrscheinlich abendfüllend drüber diskutieren. Nur für mich ist erstmal wichtig,
ob ich jetzt mit einem Geistführer, mit Metatron, einem Schutzengel oder mit meiner verstorbenen Uroma spreche oder mit dir oder dir, das ist erstmal prinzipiell das Gleiche, weil ich spreche niemals mit dem Körper. Sonst würde der Tisch mir nämlich auch antworten, wenn ich den was frage. Und auf dieser Ebene können wir eben Dinge auch auflösen. Das ist ein bisschen technisch, klar, aber ich sage, ein Akku zum Beispiel, eine Batterie, Autobatterie, die nie entladen wird, da wirst du immer, wenn du da dran fasst, dir ein Wischen. Und so ist es mit eben einer nicht entladenen Seele, wenn jemand noch was zu sagen hat. Die Großmutter sagt, Enkelin, schütz dich vor den bösen Männern, die wollen alle nur das eine. Das kann nicht sein, dass die Enkelin irgendwie ihr Übergewicht nie los wird und gar nicht weiß, warum. Wenn ich mal mit der Großmutter über ihre Vergewaltigungstraumatisierung diskutiere, dann nimmt die Enkelin plötzlich ab. Ja, so, das heißt, ich sehe Ursachenwirkung irgendwo, ich sehe Einflüsse, aber letztendlich sage ich immer, es ist der Informationskomplex, bei dem wir die Ladung haben und nicht der Körper. Der, super, wie du gerade so schön gesagt hast, der zeigt einfach nur, was da so los ist. Danke. Christina, Informationskomplex Musik. Wirst du so nett, uns noch ein Herzenslied zu präsentieren, okay, hinter auf dem Klavier? Ja, gerne. Aber klatschen dürfen wir jetzt, ja? Ja. 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 Danach nicht mehr. Danach nicht klatschen. Danach sollen wir nicht klatschen. Nein. Bitte. Gut. Okay. Dann wir machen das jetzt. In die Stille. Es ist alles improvisiert, ne? Es ist nicht das vorbereitet wie immer. Oh,
Unglaubliches Hören, unglaubliches Erleben. Hubert, leider sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Susan, danke, danke an euch, dass ihr hier dabei wart, wie wir das Unglaubliche erfahren durften. Jeder hat eine andere Perspektive auf unser Sein und das, glaube ich, ist das Spannende dabei. Und ich bin immer noch ganz geflasht. Danke, liebe Zuseher. Das war Wurzelheimat und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Danke. Tschüss. Danke für euch. Danke für dich.